im Ursprung also leben die Organismen, wenn sie nicht physikalisch umgebracht werden, ewiglich aus Selbstklonierungs-Reparaturvorgängen identischer Zellerneuerung, und es bedarf nicht dieser Grausamkeitsersetzungsreihe. Aber sobald der Anspruch nicht nur der Erhaltung des Lebens, sondern seiner Hochrüstung, seines Crossing Overs, seiner Sexuierung um größere Diversifizierung zu erreichen ins Spiel kommt, kommt der Tod ins Spiel zwangsläufig. Dann nehmen Sie einen ausgewachsenen Organismus an, dann kann eine Eidechse, wenn sie den Schwanz abwirft, diesen wieder restituieren, indem am Schwanzgrund das zur Stammzellenebene zurückkehrt und dann sich das erneut ausdifferenziert nach rudimentärem Nachwachstum. Aber das geht mit immer im Betrieb bleiben müssenden Organen wie dem Herz oder der Lunge nicht, die nicht stillstehen können, die können nicht zurückregredieren auf die Stammzellenebene, auf den Ursprungsmatsch. Und deshalb ist bei Sexuierungswesen es notwendig, dass das immer wieder von vorne auf der Stammzellenebene, auf der Morula, der Blastula anfängt, indem nur hier der andersartige Code, die andersartigen Moleküle, die andersartige Zelle, sprich der haploide Chromosomensatz, der den eigenen haploid gemachten ergänzt, vermischt werden, und dann kommt es zur Ausdifferenzierung. Denn wie sollte sonst bei einem bereits ausdifferenzierten Wesen, nehmen wir an, da kämen dann die anderen Zellen, die Spermatozoen heran, und das wäre wie eine Frischzellenkur. Wie könnten die an jegliche bereits ausgewachsene und in entfernten Regionen durch diverse Barrieren geschützten Zellen herankommen, um diese dann sich erneuern zu lassen, unter dem Anspruch, dass die Erneuerung nicht nur in selbstklonierender Form geschieht, sondern eben zusätzlich versehen mit Neusensationsaberwitzigkeiten der Diversifikierung. Also muss das immer an den Anfang zurückkehren. Die Körper müssen, wenn sie sich ewig leben wollen, auf die Matsch, auf die Urmatsch-Ebene zurückkehren, sprich die Stammzellenebene, dort dann die Verandersartigung, die Alienierung erfahren durch das andere Chromosom von außerhalb, und dann kann das erst wieder zyklisch den Ursprungsleib in diversifizierter Form generieren. Das ist mir jetzt erst aufgegangen, dass der Tod notwendig ist, nicht als Grundprinzip dieses Lebendigen, sondern nur sobald die Veränderung, die Hochrüstung gegen Mikroorganismen, gegen andere Konkurrenten, diese Sexuierung ins Spiel kommt. Alles an den Anfang zurück, geh über los und ziehe 4000 D-Mark ein,